Herzlich willkommen zu Satisfactory im Community-Projekt. Ich bin der Typ mit dem Bart. Yeah! Und ich bin diesmal nicht allein. Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von dieser Stelle. Was soll ich sagen? Nein, ich habe nicht wieder vergessen, Aufnahme zu drücken, sondern mir ist vielmehr beim Schneiden aufgefallen, dass es so eine miserable Tonqualität gewesen ist. Und zwar nicht auf meiner Spur, also wo ich spreche, sondern auf der Spur der anderen. Wäre das jetzt nur auf meiner gewesen, gut, dann hätte ich das vielleicht irgendwie noch mit einem Voice-Over korrigieren können, aber das mit den anderen, das kann und will ich euch so nicht zumuten. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein kleines extra Video zu drehen, extra für euch, um so ein bisschen zusammenfassend zeigen zu können, was wir eigentlich an diesem Tag bzw. in der heutigen Folge gemacht hätten. Ihr habt natürlich zusätzlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke mir das gerne bei Schnutenlola, bei Beutel oder beim Robin an und schau mir an, was da eigentlich auch gesprochen wurde. Macht das bitte auf jeden Fall, denn da seht ihr dann eigentlich auch nochmal, was eigentlich wirklich so gelaufen ist in der Zeit. So, warum ich diese Perspektive ausgewählt habe, und ich muss heute sehr vorsichtig sein, weil wir natürlich schon viel, viel weiter sind und ich nicht zu viel verraten will und ich hoffe, dass es auch nicht passiert, dass ich einmal durch einen unglücklichen Kameraschwenk irgendwas zeige, was ihr noch nicht sehen sollt. Was euch hier zuerst auffällt, ups, jetzt ist es gerade beinahe passiert, hier fehlt was. Ja, denn wenn ihr euch die letzten Folgen anguckt, da stand eigentlich der klägliche Versuch von Beutels und meinem Tannenbaum, beziehungsweise es war eigentlich Beutel sein Tannenbaum, ich war eigentlich nur der Hiwi gewesen. Und wir haben uns dazu entschieden, beziehungsweise wurden auch ein bisschen dazu gedrängt von Robin, das ganze Ding abzubauen. Nee, falsch. Wir wurden nicht von Robin gedrängt, sondern Beutel hat festgestellt, das Ding nach unten hin, das wird gar nicht mehr passen. So, deswegen wurde es dann abgerissen. Und was soll ich sagen? Das Projekt ist erstmal auf Eis gelegt. Es ist nicht ganz verschwunden, aber wir haben es erstmal nach hinten geschoben auf unserer Agenda. So, jetzt muss ich aufpassen, wie ich die Kamera drehe, nicht, dass ihr zu viel seht. So, das kennt ihr ja noch, das ist der allseits gewohnte Blickwinkel von den Fabriken. Wir haben in den letzten Folgen, oder es müsste, glaube ich, heute diese Folge gewesen sein, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall konnten wir dann mit unseren Fixit-Coupons, konnten wir endlich Bauteile freischalten. Was wir natürlich auch fleißig getan haben. Und ich hatte mich dann in der Zwischenzeit mal ausgetobt. Das hatte ich damals auch schon offscreen gemacht, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. Und habe hier dieses wunderbare Gebäude gebaut. Ja? Und zwar wisst ihr, also ihr werdet es wahrscheinlich hier erkennen, dadurch, dass diese Begrenzungen hier noch stehen. Hier stand mal das Hub. Und ich habe dann angefangen zu experimentieren mit den ganzen Materialien und Fenstern und was es nicht alles gibt. Und habe dann letzten Endes mich dazu entschlossen, das hatte ich dann auch offscreen gemacht, aber schon mit dem Einverständnis der anderen, mich mal hier ein bisschen auszutoben. Und wenn ihr euch die Folgen der anderen anguckt, ich mache da, glaube ich, am Anfang mache ich eine kleine Führung. Und sie waren schon, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, sie waren schon begeistert von dem, was ich hier hingezimmert habe. Lasst uns einfach mal reingehen. Ja. Und genau, ich hatte dann hier die Ausrüstungswerkstatt hingesetzt, habe mir dann zusätzlich hier noch den Fix-It-Shop hingesetzt und habe das Mamda hingesetzt und da noch eine Werkbank und habe das Ganze einfach mal überdacht und ja, ich fand es einfach so viel cooler. Dann zusammen mit dem mit den Hypertubes, genau, die habe ich dann hier noch dran gesetzt und habe das Ganze dann zu einer Art Reisehub umgebaut, deswegen habe ich das hier auch so stehen. Und habe dann auch mit den Schildern hier noch rumexperimentiert, was man da alles Schönes mit anstellen kann. Und daraus ist dann halt hier diese forschungskombinierte Reisehub-Station geworden. Und ich würde einfach mal sagen, lasst uns mal reingehen. Und ich mache mit euch mal eine kleine Führung. Jetzt muss ich aber aufpassen. Wie ihr seht, das Hub steht hier nicht mehr. Ich muss mal kurz die Tür zumachen. Geht natürlich nicht, weil das eine automatische Tür ist, so ein Mist. Egal. Das Hub steht hier nicht mehr, deswegen muss ich mich mal hier robotermäßig mit dem Rücken zur Wand bewegen. Ihr werdet gleich erfahren, warum, wieso, weshalb. Aber erstmal möchte ich mit euch eine kurze Reise machen.
Und zwar habe ich dann hier schon mal, ihr seht, hier sind auch noch zwei Röhren, die noch nicht angeschlossen sind. Deswegen steht hier noch dieses Shenanigans da oben dran. Irgendwie ein Platzhalter, ich weiß auch nicht genau, was es bedeuten soll. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Direktverbindungen jetzt, einmal zu den Kraftwerken. Das kann ich euch mit Abstrichen zeigen, weil wir da mittlerweile auch schon ein Stück weiter sind. Aber wir können auf jeden Fall mal zum Stahlwerk rüber, ja, uns rüber transportieren lassen. Und ich würde sagen, ja, lasst uns reinspringen und kommt einfach mit. So, das Ganze habe ich natürlich schön hier unten drunter gesetzt. Wie so eine Art Rohrpost, was ich finde, oben hat es dann einen richtig cleanen Look. Und ja, wenn du von unten nach oben dann, also quasi, wenn du hier unten drunter stehst und guckst dann hoch, das sieht halt auch cool aus. So, und das ist dann quasi hier die Reisemöglichkeit rüber zur Stahlproduktion. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ihr in den heutigen Videos sehen werdet bei den anderen, ob sie die Fabrik hier fertig gebaut haben. Ich glaube ja, da waren sie nämlich das letzte Mal noch nicht fertig damit. Deswegen lasst uns einfach mal wieder in die Röhre hüpfen. Und wir schauen uns das Ganze nochmal aus der rückwärtigen Position an. Und auch hier muss ich wieder aufpassen, wie ich die Kamera stelle. Ja, also ihr seht es ja selber. Hier läuft die Rohrpost entlang. Finde ich eigentlich eine ganz witzige Sache mit dem Ding hier. So, auch hier muss ich wieder aufpassen und zack, und schon bin ich wieder hier oben. So, und das gleiche machen wir nochmal im Kraftwerk, da wollen wir auch mal kurz hinreisen. Da werde ich auch wahrscheinlich einen kleinen Cut reinmachen müssen, weil wie gesagt, da ist schon was gebaut, was ihr eigentlich noch gar nicht erfahren dürft, sehen dürft, aber ihr erfahrt es ja dann in einer der nächsten Folgen. So, und auch hier geht es wieder zack runter unter den Boden. Und hier müssen wir auch wieder aufpassen, wie wir die Kamera schwenken. Auch hier wollen wir nicht zu viel verraten. Und jetzt machen wir gleich mal einen kurzen Cut. So, jetzt sind wir auch an den Kraftwerken. Ich kann mich leider nicht anders rumdrehen, sonst seht ihr dann zu viel. Und ja, was soll ich sagen? Also, das ist die Reise durch die Röhre. Und wir haben das letzte Mal ja, glaube ich, auch schon gezeigt. Und ich mache einfach mal wieder den Sprung zurück. Bis gleich. So, witzigerweise seht ihr natürlich mein Exoskelett, was aus irgendwelchen Gründen über mir schwebt. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, aus dem Blickwinkel dürfte ich noch nicht zu viel verraten haben. Beziehungsweise überhaupt seht ihr den Rest ja auch gar nicht. Was wir in der Folge, glaube ich, noch gesehen haben, und da solltet ihr vielleicht beim Robin auch auf jeden Fall reingucken, dass es da leider noch den ein oder anderen Bug gibt. Wenn ihr abbremst in der Röhre, ihr könnt ja dann auch quasi zu zweit reinspringen. Und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht so viel zeige. So, jetzt geht es hier wieder lang und da geht es wieder hoch. Und dann sind wir hier gleich schon wieder draußen und dann stehen wir hier. Genau, was wollte ich sagen? Wenn ihr zu zweit in der Röhre seid oder wenn ihr alleine drin seid, ihr könnt ja auch mit der S-Taste könnt ihr euch ja quasi auch abbremsen. Wenn ihr euch mal irgendwie vertan habt oder ihr seid aus Versehen reingesprungen, mit S kommt ihr quasi wieder zurück. Aber ihr müsst gedrückt halten, das ist schon ziemlich zäh das Ganze. Wenn ihr das macht... Wenn ihr zu zweit auf dem Server seid, kann ich euch nur ganz dringend davon abraten. Denn wenn der eine den anderen überholt, dann gibt es irgendwie ein Problem mit der Synchronisation auf dem Server und ihr schmiert wahrscheinlich beide ab und könnt das Spiel neu starten. Die Erfahrung haben Robin und ich gemacht. Ihr könnt euch das, wie gesagt, gerne bei ihm angucken und dann seht ihr, was ich meine. Jo, das war eigentlich schon hier das Thema zum... Im kombinierten Reise-Hub-Forschungszentrum. Wie gesagt, meine Mitspieler fanden es ziemlich cool. Ich finde es auch nach wie vor ziemlich geil und es macht irre wahnsinnig viel Spaß, mit diesen Bauelementen mal wirkliche Strukturen zu bauen und nicht einfach immer nur Container, Konstruktor, Förderbänder, irgendwelche Miner und. Ja, das ist dann auf Dauer, macht es halt auch nicht so wirklich viel Spaß. Hier kann man dann die Kreativität wirklich ausleben lassen. So, was wir danach noch gemacht haben, das würde ich euch dann gerne in der morgigen Folge zeigen. Deswegen ist es heute auch wieder nur ein kurzes Vergnügen. Wie gesagt, es liegt nicht daran, dass ich wieder verbaselt habe, auf Aufnahme zu drücken. Das hat tatsächlich ausnahmsweise mal ganz gut geklappt. Aber hier hatte ich halt ein technisches Problem mit dem Ton. Ja, ich möchte mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten bedanken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet und sage Tschö mit Ö.